Was, das nimmst du noch nicht mit auf? Yes. Okay. Wie lange soll ich denn noch tanzen? Also, das ist mal logischerweise unscharf, Robert, ne? Was? 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 Gut. Okay, also weil ich so scharf wie eine Bombe bin. Leute, das ist wirklich ein bisschen wild geworden, ziemlich schnell. Eigentlich wollten wir nur rausfinden, was es damit auf sich hat. Wir sind im Endi-Haus! Aber bevor wir euch den Block von der Anreise zeigen, zeigen wir euch diese mega geile Villa! Und vor allem noch mit einem Song aus 2016. Ich finde, Angie weiß einfach, was bei den Kids heutzutage so richtig geil am Start ist. Und dann haben wir Angie auch mal angefragt und die haben uns plötzlich das hier gesagt. Angie 1.0 wird aus unserer Erkenntnis direkt wieder eingestemmt. Hä? Diese Dose ist eine Rarität. Haben wir Angie zerstört? Vielleicht. Wie konnte das passieren? Springen wir mal ein paar Tage zurück. Angie. Ein weiterer Star am Energy-Himmel. In dieser Dose ist nämlich eine geheime Zutat. Sheesh! Oh Gott, je öfter man das sagt, da fühlt man sich einfach wie so ein 12-Jähriger. So viele von euch haben uns geschrieben, dass wir uns das mal genauer anschauen sollen. Und natürlich euch zuliebe, haben wir das mal gemacht. Wollt ihr noch mal anstoßen? Prost! Deshalb haben wir uns eine Energy-Expertin gesucht, die das Zeug völlig unironisch und freiwillig trinkt, und zwar literweise. Stevie aus unserem Community-Management-Team. Ich vibe hier mal mit Angie. Die übrigens auch eine ungarische Oma mit einer ganz kleinen, süßen Katzenherde besitzt. Was spricht eigentlich dagegen, hier eine kleine Katzenherde zu haben? Hä, nichts spricht dagegen. Da müssten wir Raphael verkaufen und von dem Geld könnten wir uns Katzen kaufen. Das ist ja gut, aber für Raphael kriegen wir nicht so viel. Oh. Okay, doch, Raphael, für dich kriegen wir ganz viel Geld. Cringe. Prost, ne? Okay. Hi, wir sind offen und ehrlich. Wenn ihr das mit Glocke abonniert habt, postet diesmal bitte den Hashtag #Beschießen in die Kommentare. Wir schalten direkt weiter zu Marlene ins Angie-Haus. Woo! Ja. Gut, dass jemand eben noch fragte, kennst du deinen Satz? Wir schalten zu Marlene live ins Angie-Haus. Krass sieht das bei euch aus. Was geht ab, ihr Lieben? Wir sind endlich im Angie-Haus angekommen. Das ist einfach, was wir auf die Schnelle bei Airbnb gefunden haben. Ja, mit 3 Pools und 20 verschiedenen TikTokern. Wir haben hier gerade so ein Buch gelesen und guckt ihr einfach an, was dann passiert ist. Einfach ein Angie-Bus, Leute. Der sieht so nice aus. Shirley und ich machen jetzt ein Angie-Board. Und schon habe ich das Angie-Tattoo. Natürlich traue ich mich. Ja, sich so ein Energy-Drink-Logo auf den Körper zu tätowieren, ist auch immer eine ganz, ganz wunderbare Idee. Sheesh. Okay, während du hier die Zeit deines Lebens hast, ja, gucken wir mal, was in diesem Zeug eigentlich so drin ist. Darüber haben wir mit Stevie gesprochen, aus unserem Community-Team. Und Stevie fängt an mit der Hauptzutat. Und das ist nicht Koffein. Und das ist auch nicht irgendwie ein Genji-Benji-geheime Zutat, sondern tatsächlich Zucker. Ein Zehntel von dem Zeug ist Zucker. Stevie, erzähl uns doch mal, was ist denn so sheesh an Angie? Angie ist nicht nur sheesh. Angie is a canned vibe. Und dieser canned vibe besteht zu 7,9 Gramm auf 100 Milliliter aus Isomaltulose. Isomaltulose ist ein Zweifachzucker. Ja, erklär mal kurz. Heißt, dass Isomaltulose aus 2 Zuckerarten besteht, also ein komplexes Kohlenhydrat ist. Und weil dieses Kohlenhydrat so komplex ist, dauert es ein bisschen länger, bis sich das abgebaut hat. Und dadurch soll die Energie in Angie, also die Angie-ness, soll ein bisschen länger halten. Ob das in normalen Situationen aber auch was bringt oder sich dieser Effekt ausschließlich zeigt, wenn man zum Beispiel Sport macht oder so, das ist aber wiederum umstritten. Sass. Isomaltulose alleine, das ist ja viel zu herb. Darum sind auch noch Dextrose, also Traubenzucker, und Sucralose am Start. Sucralose ist ein Süßstoff, der ist ca. 400 bis 700 mal so süß wie Zucker. Okay, viel Zucker ist drin, das habe ich verstanden, aber irgendwas muss doch Besonderes sein an diesem Zeug, was aus unserem Leben ein fröhliches Einhornfest macht, in dem es den ganzen Tag Konfetti regnet. Das ist ein merkwürdiges Bild. Jedenfalls hat Raphael uns mal die originalen Werbeaussagen von Angie seriös präsentiert und zeigt uns mal, wie dieses Zeug eigentlich beworben wird. Okay, Kids, ich habe euch eine nice Präsentation mitgebracht. Hier ist unsere neue Dose. Das ist keine normale Dose. Es ist nämlich eine Dose voller Sheesh! Canned Vibe. Vibe in der Dose. Angie ist ein Enabler für Spaß. Hier ist noch eine Katze, dass ihr den Vibe fühlen könnt. Fühlt den Vibe.
Boah, ist ja eine richtig geile Präsentation. Außerdem feiert Angie die Vielseitigkeit mit verschiedenen Creatern und diversen Ideen. Ihr wisst, Diversity is King. Marlene, sind die Zutaten von Angie denn genauso divers? Also Zucker hatten wir schon, lass mal weitermachen mit der nächsten Zutat. Ja. Wir haben auf billige Säuren verzichtet und BCAAs reingeklatscht. Hä? Wir haben auf billige Säuren verzichtet und BCAAs reingeklatscht. So einfach kann man das sagen, man kann es aber auch ein bisschen komplizierter sagen, so wie Stevie das für uns gemacht hat. Angie enthält sogenannte verzweigtkettige Aminosäuren. Fassen wir es ein bisschen kürzer, Angie enthält sogenannte BCAA, das sind Branched Chained Amino Acids. Die kommen auch in normaler Nahrung ausreichend vor, zum Beispiel in Hülsenfrüchten. Die sind auch durchaus wichtig für so ein paar Funktionen im Körper, aber eine Überdosierung kann trotzdem auf Dauer schädlich sein. Außerdem gibt es für eine genauere Einschätzung, was die Wirkung bei Kindern und Jugendlichen angeht, laut Bundesinstitut für Risikobewertung keine belastbaren Daten, also nicht ausreichend Studien. Daher raten das Bundesinstitut für Risikobewertung und die Verbraucherzentrale generell davon ab, die noch irgendwie zusätzlich zu konsumieren. In Spanien und den Niederlanden wiederum wird gesagt, dass das für Kinder nicht geeignet ist. Ja, schön. Ist ja gut, dass wir hier einen Angie-Drink haben, der für Kinder gemacht wurde. Puh, da muss ich dich ganz kurz unterbrechen. Ich als inoffizieller Angie-Beauftragter sag dir, Angie richtet sich nicht, ich wiederhole, nicht an Kinder. Kinder sind nämlich cringe. Und wir haben auch mal Angie gefragt, das haben die uns geantwortet. Jetzt mal kurz ernst, das ist eine echte Antwort. Jetzt mal ernst, Leute. Mit der Marke Angie wollen wir eine Marke für die Zielgruppe 16 bis 29 Jahre aufbauen. Die einzige App, die wir auf TikTok haben, schalten lassen, wurde aber beispielsweise auch explizit nur an User über 18 Jahren ausgespielt. Über 18. Das ist die professionellste PowerPoint-Präsentation, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Okay, also halten wir mal fest, was wir bisher so rausgefunden haben. Der Drink richtet sich an Erwachsene, es ist sehr viel Zucker drin und ein paar fiese BCAAs, von denen keiner so genau weiß, wie die auf Kinder eigentlich wirken, weshalb sie in einigen Ländern verboten sind. Genau, und zu den BCAAs haben sie uns auch noch das geschrieben. Wir haben aber gesehen, dass BCAA einen Einfluss auf den Geschmack hat, der von vielen eher als eklig empfunden wird. Auch haben wir gesehen, dass unsere Zielgruppe viel jünger ist als erwartet und daher wird BCAA aus allen kommenden Sorten komplett rausfallen. Und das originale Getränk wird direkt wieder eingestellt. Okay, Moment. Haben Sie uns damit gerade gesagt, dass Angie einfach wieder eingestellt wird? Aber den haben doch die TikTokerinnen und TikToker mit so viel Liebe gerade erst erfunden. Geschmack! 10 von 10 safe. Wäre ja auch dumm, wenn nicht, weil wir haben es ja gemacht. Wir haben bei der Entwicklung von Angie unser Bestes gegeben. Marlene, was macht ihr denn jetzt mit diesen Infos, dass Angie wohl doch nicht so gut schmeckt, in der Community nicht so gut ankommt und jetzt offenbar wieder eingestellt wird. Wir werden uns jetzt erstmal sehr konstruktiv und seriös mit diesem Thema auseinandersetzen und einen Community-Namen wählen. Gang, ich hab mit 9000 Likes gewonnen! Also wir sind die Gangji! Gangji! Eigentlich brauchen wir doch auch irgendwann mal einen Community-Namen, oder? Offen und ehrlich Brothers zum Beispiel machen. Das sind die mit den tollen Frisuren. Ja, wenn ihr die Idee habt für einen Community-Namen, könnt ihr sie sehr gerne in die Kommentare posten. Wir haben noch einen Check offen mit Stevie. Wir haben ja schon Zucker gescheckt, BCAAs, also verzweigtkettige Aminosäuren, habe ich gelernt. Und die letzte geheime Zutat in diesem Zeug ist ja Koffein. Und zwar nicht wenig davon. Checken wir doch mal als erstes den Koffeingehalt von Angie so ein bisschen ab. Und das ist soweit so langweilig. In Angie sind einfach die 32 Milligramm je 100 Milliliter drin, die gesetzliche Höchstmenge in Deutschland nun mal sind. Und 32 Milligramm auf 100 Milliliter Getränk, das ist eigentlich in allen 0815 Energy Drinks. Auch Guarana und Ginseng sind in handelsüblichen Mengen vorhanden und sind auch keine bahnbrechenden Zutaten. Sowohl Guarana als auch Ginseng haben eine belebende Wirkung und sollten darum genauso wie Koffein nicht in zu hohen Mengen konsumiert werden. Trinkt Angie kalt! Scheiße. Leute, wer hat Bock auf Angie? Sonst kann es zu ein paar unerwünschten Nebenwirkungen kommen, wie zum Beispiel Schlafmangel, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen. Ja, nee, das wollen wir nicht. Genau, das wollen wir nicht. Und außerdem sollte man noch beachten, dass Guarana die Wirkung des Koffeins nochmal zusätzlich pusht. Übrigens heißt es von Seiten der Bundesregierung, dass Minderjährige nicht mehr als 3 Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag konsumieren sollten. Wir können das jetzt mal kurz überschlagen. Wir nehmen uns jetzt mal so ein handelsübliches 40 Kilo Kind, das total schiech ist und seinen E-Roller gerade mitten auf dem Bürgersteig geparkt hat. Da rechnen wir jetzt aus, dieses Kind darf nicht mehr als 120 Milligramm Koffein pro Tag konsumieren. Jetzt haben wir natürlich auch schon mal ausgerechnet, was denn so eine Dose Angie insgesamt an Koffein hat und das sind 105,6 Milligramm Koffein. Das heißt, wenn jetzt unser schieches 40 Kilo Kind diese Dose trinkt,
da sind wir schon ziemlich nah an der Grenze dran und das ist vielleicht keine so gute Idee insgesamt. Schon, dass ein Angie gar schon für Koffein drin ist. Ist ja logisch, ist ein Energy Drink. Der heißt Angie. Dazu hat uns Angie auch noch ein Statement geschickt. Ich zitiere: Wir werden die Produktion des Energy Drinks nicht fortsetzen. Das heißt, sie wollen einen Drink kreieren, der kein Koffein hat, keine BCAAs enthält und außerdem noch nicht so viel Zucker enthält. Also alles, was wir quasi geprüft haben, soll raus. Soll raus. Und weißt du, was auch noch eine Sache ist, die sie uns geschrieben haben? Angie 1.0 wird aus unserer Erkenntnis hinsichtlich der am Ende doch recht jungen Zielgruppe direkt wieder eingestampft. What? Angie gibt's nicht mehr. Diese Dose ist eine Rarität. Haben wir Angie zerstört? Vielleicht. War das unsere Absicht? Nee. Oh Mann, das ist ein bisschen bitter, aber wir haben uns schon mal überlegt, wie Angie 2.0 denn wohl aussehen könnte. Mit einer ganz neuen Zielgruppe. Jetzt nicht mehr Kinder, sondern das Gegenteil davon. Ich habe jetzt was für euch alte Mäuse. Renchi, der Energy Drink für Rentner. Da könnt ihr nachts endlich mal wieder durchschlafen, ohne immer raus zu müssen alle 5 Minuten. Alle Kirchen kann man natürlich auch noch dazu kippen, kein Problem. Mit Renchi läuft deine Hüfte wieder wie geschmiert. Guckt euch das an. Moment. Außerdem wird Renji empfohlen von seriösen Influencern. Seriösen Influencern, nämlich Florian Silbereisen. Und wer ist er? Ja, wer ist er? Hm? Christian Stefan Mross. Wie heißt er? Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Apotheker. Na wunderbar. Marlene, jetzt wo das Original eingestellt wird, habe ich das Gefühl, diese Dosen hier haben jetzt Sammlerwert. Hättest du Lust, diese Dose zu verlosen? Ja. Dann würde ich sie einfach einmal zuwerfen. Ha! Oha! Hä, das war blind gefangen. Habe ich das sogar noch einmal angetäuscht? Können wir das nochmal in der Zeitlupe sehen? Wir verlosen sie. Wir verlosen sie. Was ist mit dir los, Robert? Ich habe doch gesagt, verlosen oder trinken. Prost, ne? Lass sie dir richtig schön schmecken. Die hier verlosen wir. Und zwar an alle unter euch, die uns ein fröhliches Shish in die Kommentare posten. Hier kommt jetzt noch ein Video von Reporter. Die haben nämlich auch schon mal ein Video über Energy Drinks gemacht. Außerdem haben wir ein Video zu Shein gemacht, die aus Versehen immer mal so ein paar hundert Designs klauen. Zur Feier des Tages kommt jetzt hier noch eine Katze von Stevie. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Apotheker.